Moin und herzlich willkommen bei Stefan Goldenstein Wildlife. Heute mal ein bisschen ein anderes Video. Ich filme nämlich gerade mit dem Handy, denn ich habe meine GoPro nicht dabei. Ist aber nicht schlimm. Ich bin gerade dabei, Kiebitze zu filmen. Denn momentan sammeln sich die ganzen Kiebitze hier und verteilen sich dann quer über Deutschland hoffentlich. Und ich habe hier gerade einen Trupp von ungefähr 100 Kiebitzen vor mir und den wollte ich euch gerne mal zeigen. Ich gehe dabei übrigens ganz, ganz witzig vor. Ich habe nämlich hier meine Kamera mit meinem Teleobjektiv und ich habe den Bildschirmstabilisator auf die Stufe, muss mal kurz gucken, Stufe 1 gestellt. Und das heißt, verhindert jetzt dieses richtige Rumgewackel und ich kann dadurch ganz easy aus dem Auto rausfilmen. Hier haben wir schon ein paar Kiebitze am Start. Die visiere ich jetzt an. Und ab die Faust. Jetzt filme ich. Und ich versuche jetzt die Kamera so ruhig wie möglich zu halten. Und der Bildschirmstabilisator, der macht echt richtig gute Arbeit. Also auf der höchsten Stufe. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich den Bildschirmstabilisator ausmache. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Das Bild springt wie Sau. Was zum einen durch den Wind natürlich passiert. Und zum anderen durch meine zittrigen Hände. Schwupp. Dann ist das Ganze schon richtig, richtig ruhig. Richtig gut. Hier mal die Sicht aus meinem Auto heraus. Direkt im Feld nebenan saßen nämlich einige Kiebitze. Hier in Ostfriesland sind auch im Winter ganz, ganz viele Kiebitze zu beobachten. Denn die ganze Population aus Skandinavien oder Russland überwintert hier. Aber auch die ostfriesischen Brutvögel bleiben einfach hier im Winter. Nun so langsam werden auch schon die ersten Reviere besetzt. Der Bestand des Kiebitzes ist seit den 80er Jahren um über 90% zurückgegangen. Ostfriesland ist noch eine der letzten Regionen, wo sich der Bestand einigermaßen hält. Doch auch hier sind die Bestände rückgängig. Da die ostfriesische Geest eine nationale Bedeutung für den Wiesenvogelschutz hat, werden hier aufwendige Maßnahmen betrieben. Wenn euch diese Maßnahmen interessieren, mache ich gerne ein eigenes Video darüber. Ja, und jetzt nehme ich euch einfach mal mit auf so eine typische Wildlife-Tour, die ich so mache, wenn ich so Feierabend habe. Wo ich dann auch nicht viel Zeit habe, so eine Stunde vielleicht, vielleicht manchmal auch nur eine halbe, manchmal auch zwei Stunden. Und durch diese neue, coole Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass der Bildschirmstabilisator auch aus dem Auto raus funktioniert, was ich ja vorher auch noch nie ausprobiert habe, ist es mir jetzt einfach möglich, auch ganz stumpf in kurzer Zeit gute Aufnahmen zu machen. Total geil. Unzählige Gänse sind immer noch anwesend. Auf diesem Grünland waren überwiegend Blässgänse zu sehen, aber auch Graugänse, Weißwanggänse oder sogar Tundrasaatgänse waren zu beobachten. Bis auf die Graugänse werden alle anderen Arten zurück in ihre Brutgebiete kehren. Die Tundrasaatgänse zum Beispiel brüten in Norwegen oder in Sibirien. Diese Art erkennt man vor allen Dingen schön an den sehr dunklen Schnäbeln. Sie ist schon eine von den eher selteneren Gänsen bei uns. Ich bin jetzt hier mal an so einem kleinen See angehalten, der eigentlich immer auf meiner Tour liegt, wenn ich so hier in der Nähe von meinem Haus rumfahre. Und jetzt sehe ich gerade das erste Mal Gänsesieger hier auf dem See. Richtig geil. Ein Männchen und drei Weibchen. Die Gänsesäger sind momentan vermehrt bei uns zu beobachten. Jetzt im März beginnen sie den Zug zurück in den Norden. Die Brutgebiete dieses schönen Vogels sind in Nord- und Osteuropa. Der Name des Vogels ist übrigens von seinem Schnabel abzuleiten, denn dieser sieht ein bisschen aus wie eine Säge. Ansonsten schwimmen hier auf dem See noch ein paar Möwen rum, Silbermöwen vor allen Dingen. Da sehe ich noch zwei Reiherenten und ein paar Stockenten und ein Blässhuhn. Aber die Gänsesäger, total gut, richtig geil.
Aber ich muss weiter. Es gibt noch viel zu entdecken. Vielleicht könnt ihr das hören. Da singen munter die Feldlerchen. Und da ist auch eine gelandet, da hinten. Leider kriegt die mit der Kamera ganz, ganz schlecht nur drauf, weil die entweder ganz hoch in der Luft sind oder die sitzen halt zwischen den Stoppeln. Da kann ich nicht hinfilmen. Oder fliegt wieder eine. Ich versuche doch mal, ob ich die mit der Kamera drauf kriege. Mal gucken. Die Feldlerche hat sich leider nicht mehr blicken lassen, aber dafür konnte ich einen schönen Silberreiher entdecken. Hier in dem Stoppelfeld ist er auf der Suche nach Mäusen oder Fröschen. Ich stehe jetzt gerade neben einem größeren Trupp von Blässgänsen. Ich würde jetzt mal schätzen, das sind so um die 400-500 Stück. Aber eine Gans ist dazwischen, die ist richtig cool. Das ist nämlich ein Graugans-Kanada-Gans-Hybrid. Habe ich auch gerade schön auf die Kamera bekommen. Zeige ich euch jetzt mal. So einen Hybriden habe ich bislang auch noch nicht gesehen. Aber generell ist Hybridisierung unter Gänsen nichts allzu Seltenes. Ich finde diese Mischform besonders schön. Jetzt gerade wieder ein absolutes Negativbeispiel, was Hundebesitzer angeht. Da kriegst du die Tür nicht zu. Da fährt einer mit dem Auto hier diese Schleichwege entlang und sein Hund rennt hinterm Auto her und neben dem Auto lang und vor dem Auto lang. Wie traurig kann man eigentlich sein? Dann kannst du dir auch einen Hund stecken, wenn du keinen Bock hast, mit dem Gassi zu gehen. Also sowas Trauriges habe ich selten erlebt. Junge, Junge, Junge. Unbeschreiblich. Ja, so sehen dann ungefähr 3000 Gänse aus. Ist das krass. Das ist nicht mal normal, weil das an Gänsen sind. Und das sind fast alles nur Weißwanggänse und ein paar Blässgänse dazwischen. Hier mal ein recht unsauberer Kameraschwenk, damit ihr mal sehen könnt, wie viel da überhaupt los war auf dem Feld. Knapp 3000 Weißwanggänse und ein paar Blässgänse. In nur wenigen Wochen wird der Spuk allerdings vorbei sein und alle Gänse sind wieder weg. Wir haben eine neue Zielvogelart. Und zwar, ich habe gerade einen ganz kleinen Trupp von Goldregenpfeifern gesehen. Die waren zwischen den Kiebitzen, aber ich hatte sie leider nur überfliegend. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich den Platz wieder finde, wo die gelandet sind. Denn so ein Goldregenpfeifer, weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal auf Video hatte. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Seit einigen Jahren ist auch der Feldhase auf der roten Liste als gefährdet geführt. Er braucht vor allen Dingen Kräuter, um zu überleben. Aber durch die intensive Landwirtschaft werden diese massiv zurückgedrängt. Und da ist er auch schon, mein erster Goldregenpfeifer auf Video. Dieser schöne Vogel ist hier nur Wintergast, denn er brütet im hohen Norden von Island bis nach Sibirien. Bis zum Jahr 2016 brüteten noch zwei Paare in Deutschland, doch diese Brutvorkommen sind mittlerweile wahrscheinlich erloschen. Ja, sinnig und sacht, also ganz langsam geht es jetzt Richtung meines Kumpels. Aber ich habe noch ein paar Kilometer Strecke quasi in den Grünflächen hier vor mir. Und dementsprechend könnte gleich noch was auftauchen, was cool ist. Ich war auf jeden Fall gerade schon sehr begeistert, dass ich noch einen Goldregenpfeifer finden konnte und den auch auf Kamera festhalten konnte. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Aufnahmen werden. Ich bin mir nicht sicher, weil es halt relativ weit weg war. Und ja, falls ich nichts mehr sehen sollte, sage ich euch jetzt schon mal goodbye. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video.
Natürlich würde ich mich wie immer über Likes freuen, über nette Kommentare, auch über kritische Kommentare natürlich und über Abonnenten. Ne? Das hilft dem Kanal unwahrscheinlich zu wachsen und ich freue mich. Und irgendwann kriege ich vielleicht die 1000 Abonnenten zusammen. Naja, mit den Worten würde ich mal sagen, haut rein, falls nichts mehr kommt. Tschüss! Da ich noch ein bisschen Strecke vor mir hatte, kamen natürlich noch Tiere dazwischen. Denn plötzlich kreuzte eine männliche Kornwaihe meinen Weg. Leider war sie schneller weg, wie man gucken konnte, aber ein paar Kurzaufnahmen sind mir noch gelungen. Direkt neben der Kornwaihe erblickte ich dann eine Graugans mit einem gelben Halsband. Diese Gans wurde im Sommer 2019 im Landkreis Aurich beringt und hat seitdem den Landkreis auch nicht verlassen. Ja, wie ihr gesehen habt, kam doch noch was dazwischen, und zwar eine männliche Kornwaihe. Richtig cool, meine Aufnahmen sind natürlich relativ beschissen geworden, weil ich just auf der Beifahrerseite war und ich da relativ schnell ja, alles parat haben musste. Ja, und im gleichen Feld, da saß dann natürlich auch die beringte Graugans. Und das ist ziemlich cool, weil es gibt da eine Seite, die heißt geese.org. Da kann man beringte Gänse und ich glaube auch andere Vögel melden. Weiß ich jetzt nicht, aber Gänse auf jeden Fall. Denn dann kann man sehr gut herausfinden, wie das Zugverhalten der Gänse ist und wie lange die leben und sowas alles. Und da werde ich die Gans dann später auch noch melden. So, jetzt verabschiede ich mich aber endgültig und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute!